Beginnen wir ganz nüchtern. Eines Tages bin ich, aber auch Sie, tot. Mausetot. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Denn am Ende kommt der Tod. Was aber kommt dann? Rein rechnerisch gesehen, wer früher stirbt, hat mehr vom Himmel. Muss aber nicht sein. Und überhaupt, Himmel, Hölle oder gar nichts. Wie geht's weiter nach dem Tod? Unser Thema heute. Willkommen bei Horizonte. Also am Ende geht's an Sterben. Da hilft kein Rausreden. Muss sein. Hat sich auch mein Kollege Marco Giacobuzzi gedacht. Vielleicht ist der Tod ein bisschen wie Schlafen. Nur, dass man nie wieder aufwacht. Oder etwa doch? 110 Milliarden Menschen sollen auf diesem Planeten schon gelebt haben. Alle sind sie früher oder später gestorben. Der Tod kommt also todsicher. Doch wo geht die Reise hin, wenn unsere Zeit hier abläuft? Dem will ich nachgehen. Ich treffe meinen Nachbarn. Der ist katholischer Pfarrer. Und dieser Mann ist Biologe und Philosoph. Das ist sehr schnell beantwortet. Wenn das Körperliche dahin ist, gibt es keinerlei Basis mehr für was anderes. Das Leben ist für die Individuen definitiv endlich. Was ist der Tod? Der Tod ist zuerst einmal das Ende. Und dann hoffe ich, dass es weitergeht. Wo geht's weiter hier in diesem verregneten Himmel? Es geht in den Himmel, aber nicht in den. Die Geschichte mit dem Himmel. Als Kind war sie wenigstens beruhigend. Vor allem konkreter als die Vorstellungen meines Nachbarn. Wir gehen auf in der göttlichen Liebe. Wir lösen uns komplett auf. Auch keine schlechte Vorstellung, wenn man denkt, was für Scheiße uns oft hier im Leben umgibt. Und dann wäre alles weg. Dann sind wir in dieser großen Liebe aufgegangen. Wissenschaftlich ist das geradezu absurd. Wir denken aber so. Kinder werden geboren, wie man sagt, als Dualisten. Sie denken in Körper und Geist. Und dass der Körper vergänglich ist, ist Alltagserfahrung. Das kann man sehr schnell lernen und wahrnehmen. Aber wenn man Dualist ist, meint man natürlich, dass der Geist, der ja nicht sichtbar ist, vielleicht doch noch eine Chance hat auf Weiterleben. Und das ist die Fantasie, die nicht auszurotten ist. Doch es gibt Menschen, die dem Tod ungewöhnlich nahe kommen. Zwei von denen will ich besuchen. Sie hatte ein sogenanntes Nahtoderlebnis. Und sie stellt Jenseitskontakte her. Beide sind tief religiös. Wissen Sie, wie es ist, wenn man tot ist? Nein. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich große Hoffnung aus meinem Erlebnis gehabt habe und dass ich auch jetzt immer noch davon lebe. Wissen Sie, Frau Schmidt, mehr über den Tod wie ich? Was diese Kontakte auch sagen, ist es immer so, dass es ein sehr wunderbares Erlebnis ist, wenn Sie dann rübergehen. Sie sprechen immer vom Licht. Aber meldet sich jemand aus diesem Licht bei mir? Eine Großmutter? Kann das sein? Haben Sie eine Großmutter in der geistigen Welt? Nur ja oder nein? Ich will nichts anderes hören. Ich will keine Erklärung. Ich will nur ja oder nein. Ja, aber einen Kontakt zu ihr ins Jenseits bekomme ich nicht hin. Trotzdem, die beiden Frauen haben keine Angst vor dem, was kommt. Ja, irgendwo innen drin ein ganz konkretes Wissen, dass dieses Licht kommt. Und ich freue mich drauf. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Niemand leidet mehr. Und darum ist der Tod als solches nichts Schlimmes. Der Tod ist schön. Warum mache ich mir überhaupt einen Kopf über das, was ich eh nicht ändern kann? Ich kenne sehr viele Menschen, die die Botschaft, dass es nicht weitergeht, erlösend für sich interpretieren und das als Angstlöser betrachten, für sich ganz persönlich auch. Wenn es aber nicht so ist, dann ist es jetzt schon hervorragend, sich darauf zu freuen. Und wenn es nicht so ist, dann hat mir diese Hoffnung ganz viel Lebensqualität gegeben. Vielleicht habe ich ja Glück und darf im Schlaf rübergehen. Dann merke ich hoffentlich nichts davon, selbst wenn am Ende gar nichts mehr kommt.
Himmel, Hölle oder gar nichts. Wie geht's weiter nach dem Tode? Darüber möchte ich gern weiter nachdenken, meine Gäste. Ich begrüße ganz herzlich Aileen Sophie Geis, gläubige Katholikin. Ich begrüße ganz herzlich den Frankfurter Stadtdekan Johannes Zerels und einen eher ungläubigen, zweifelnden Humanisten Janis Puhlmann. Herzlich willkommen. Erste Runde mal, wie, meine Damen und Herren, stellen Sie sich das einfach vor? Frau Geis, wie stellen Sie sich das vor nach dem Tode? Dass es einen Ort gibt, wo ich hinkomme. Also, dass die Leute, die ich schon in meinem Leben verloren habe, auf mich warten und ja, dass ich dann da hinkomme. Aber ich weiß nicht, was es ist. Aber Sie glauben dran, dass es etwas gibt, ja, oder? Ich glaube definitiv daran, dass es einen Ort oder vielleicht auch eine Ebene, keine Ahnung, dass es das gibt, ja. Mhm. Herr Puhlmann, wie geht Ihnen das? Ja, wirklich vorstellen kann ich mir das nicht, denn der Tod bedeutet mein Ende. Das heißt, es gibt keine vom Körper getrennte unsterbliche Seele, kein Himmel, keine Hölle. Also der Geist und Seele, der mir im Film ankam. Der ist nicht haltbar, sondern ich gehe davon aus, dass mein Bewusstsein, mein Erleben ganz unmittelbar und untrennbar gebunden ist an meinen sterblichen Körper, speziell eben an mein Hirn und die neuronalen Prozesse. Das heißt, Sie glauben nicht, für Sie ist es aus und nach vorbei. Nach dem Tod ist es genau wie auch vor dem Leben aus. Ich existiere nicht. Herr Zerels, glauben Sie, dass Sie dann noch existieren werden? Aus der Existenz, das trete ich heraus und komme in mein eigentliches. Ich will Begegnung. Ich möchte dem begegnen, an den ich geglaubt habe. Ich will Gott sehen. Sie sagen, ich komme an das Eigentliche. Das bedeutet so, dass das Eigentliche erst nach dem Tode kommt? Nee, schon viel Eigentliches auch hier. Aber ich komme aus der Ewigkeit und ich gehe in sie zurück. Das ist meine Vorstellung. Das hier ist Außenstation. Das heißt, für Sie hat es auch etwas vorher schon gegeben. Ja, klar. Das ist eigentlich genau das, was der Herr Puhlmann bestreitet, oder? Herr Puhlmann, wie geht Ihnen das? Ich bin auf diese Welt gekommen und ich habe auch keine negativen Gefühle bei dem Gedanken, dass ich jahrhundertelang der Weltgeschichte gar nicht mitbekommen habe. Eine Milliarden Jahre Geschichte des Universums habe ich verpasst, ja? Genauso geht mir das dann auch nach meinem Tod. Ja? Das heißt, es ist auch kein Übel, weil ich davon nicht wirklich was mitbekomme. Herr Zerels, Frau Geis, jetzt habe ich zwei eher Gläubige. Können Sie den Puhlmann irgendwie versuchen zu überzeugen? Entschuldigung, versuchen wir es mal. wie soll ich überzeugen? Also es ist schwer, ich verstehe... Haben Sie Argumente, die Sie dagegen halten können? Also ein Argument wäre, was ist mit dem Glauben, wenn man sagt, okay, ich glaube an Engel oder so, also dass ich jemanden habe, der ist tot und man sagt ja, dann fahren die zu Engeln hoch und warten dort auf uns. Also das sagt man ja auch, daran glaubt man ja oder da ist ja was und ja. Also ich kann dazu sagen, ich kann der Geschichte durchaus was abgewinnen. Es ist eine schöne Geschichte, aber ich kenne eben sehr viele schöne Geschichten, bei denen ich trotzdem keinerlei Hinweis oder Grund habe, an sie zu glauben oder sie gar für wahr zu halten. Und bei der Geschichte mit dem Jenseits ist es so, dass es kein Zufall ist, dass Menschen verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen immer wieder ähnliche Vorstellungen hervorgebracht haben. Aber das sagt eben nichts aus über den tatsächlichen Ort, dass es den gibt oder wie der aussieht, sondern über unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, auch Ängste, vielleicht auch über unseren Narzissmus oder unseren Sinn und Wunsch nach Gerechtigkeit. Herr Ilz. Na, ein Beweis aus der Empirie, mit dem ich... jetzt den Herrn Puhlmann und seine Position sozusagen in einem Wurf auf den Rücken legen kann, den gibt es natürlich nicht, den will ich auch nicht antreten, weil für mich Tod und Ewigkeit, was nach dem Tod kommt, eben auch der Erfahrung entzogen ist. Wir haben keine Erfahrungen mit dem Jenseits, die denen, die an das Jenseits nicht glauben, irgendwie voraus wären. So sollen wir auch nicht tun. Wir reden auf einem anderen Niveau. Wir können darüber sprechen, ob es vernünftig ist, diesen Glauben anzunehmen und ihn der eigenen Existenz zugrunde zu legen. Können Sie vor Ihrer Vernunft das verantworten, zu glauben an den Himmel, an die Hölle? Also zunächst mal glaube ich daran, dass es das Leben ewig ist und das Menschsein sich nicht beschränken lässt auf die kurze Spanne, in der wir hier auf der Erde sind. Ich glaube, dass das nicht wieder vernünftig ist, das anzunehmen und das Leben so einzurichten. Ich würde allerdings einer agnostischen Position, die sich dem nicht anschließen kann, die Vernünftigkeit nicht absprechen. Es lohnt sich, sich darüber eingehend zu unterhalten. Wenn Sie sagen, es lohnt sich, sich darüber eingehend zu unterhalten, dann muss man nach der ersten Runde vielleicht in jedem Fall feststellen, solange es Menschen gibt, gibt es eigentlich diese Frage, wie geht es danach weiter? Vielleicht ist das eigentlich die Frage,
die uns Menschen sogar zum Menschen macht, weil ich bin sicher, mein Hund fragt sich nicht, ob er in den Himmel kommt oder vielleicht gehört er auch am besten in die Hölle. Aber wie auch immer, nur aus der Existenz einer Frage auf die Antwort zu schließen. Sie sehen, die Sache wird kompliziert, deswegen einfach mal nur zuhören. Nein, der Himmel für mich ist, wo die Sterne sind und wo die Sonne und der Mond scheint und das alles. Weiß ich nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll und ob das ein Paradies ist. Aber was man schon von so NATO-Leuten gehört hat, soll es ja ganz schön da sein. Den Himmel stelle ich mir hell vor, groß, viel Licht, einfach schön, unendlich. Wenn ich mal davon gehe, eigentlich müsste das so, wenn ich mir so vorstelle, genauso wie hier, ein kleines Paradies. Es ist eine Unendlichkeit, wo die hinterste Grenze nicht zu erkennen ist. Also Luft und Raum und fertig aus. Warum ist man auf der Welt? Warum? Ich habe mich nicht auf diese Welt geschafft. Es ist so. Es ist so, wie es ist. Du bist da, da musst du sehen, dass du deine Runde oder dass du über die Runden kommst. Vielmehr sehe ich nicht da dran. Ich habe überhaupt keine Angst. Und was Gott mit mir macht, das wird er sehen. Wissen Sie, ich bete zu Gott und sage, du hast mir die Tage geschenkt. Schenk mir die Kraft dazu. Ich habe die Tage geschenkt bekommen, ich bin jetzt 87. Nicht? Und ich weiß, dass Gott hat mich geführt durch diese Zeit. Sonst wäre ich diese Zeit nicht erlebt. Da war eine ältere Dame, die ist beerdigt worden und keiner von den Bekannten wusste, wie alt die war. Und dann bei der Beerdigung kam es raus. Und das fand ich so witzig, da hatten die ja alle was zu quatschen. Und das fand ich witzig und so mache ich das auch. Da bist du weg, schnaufst du nicht mehr, bist du weg. Und kriegst nichts mehr mit, was dann passiert. Du hast keine Probleme mehr, das war auch nichts Schönes. Vielleicht, vielleicht nicht, weiß man nicht. Ja, ich habe da keine Angst davor. Ich stelle mir das so vor, dass das alles wie ein riesengroßer Garten ist. Dass man keine Leiden hat, also die man vorher hat, wenn man geht, oder auch nicht, kann ja auch sein. Aber dass man dann wieder jung ist. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass mein Mann da oben auf einer Wolke sitzt und mich so verschmitzt anlächelt, wenn ich hochkomme. Nee, eigentlich nicht. Was soll da kommen, da oben? Paradies. Paradies. Das Paradies kann auch auf Erde sein, nicht? Paradies kann auch auf Erde sein. So hat jeder seinen ganz eigenen Glauben. Frau Geis, noch mal bei Ihnen konkreter gefragt. Haben Sie so Bilder, wie Sie sich das vorstellen nach dem Tode? Nicht direkt. Also ich stelle mir halt vor, dass es ein schöner Ort ist. Keine Trauer, kein Leid, kein Krieg oder sowas. Einfach Ruhe. Es soll ein Ort voller Ruhe sein und Frieden. Und die Menschen, die man liebt, hat um sich herum. Also in Gedanken. Jetzt, wenn es den Himmel gibt, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, dann muss es doch auch die Hölle geben, oder? Also einen Schritt weiter über den Himmel hinaus ist das eigentlich nicht. Der Himmel ist ja schon das Äußerste an Glück, was sich vorstellen lässt. Und dass darüber hinaus dann nochmal eine letzte Abteilung ist, das bringe ich mit meiner Vorstellung von Gott nicht zusammen. Hölle ist eine reale Möglichkeit.
wenn man den Sinn des Lebens endgültig verfehlt, aber man darf sie leer hoffen, hat ein großer Theologe gesagt. Also hoppla, das heißt, weil es wurde über Jahrhunderte gepredigt, es gibt Himmel, Hölle und dazwischen das Gericht. So, und da kann ich eventuell in die Hölle kommen. Das halten Sie jetzt nicht mehr so aufrecht. Ja gut, es sind sehr, sehr kräftige, deftige Vorstellungen verpredigt worden und oft genug ist Leuten Angst gemacht worden mit unbelegten Vorstellungen. Also den Leuten die Hölle heiß machen, das ist nicht, das ergibt sich nicht aus dem Evangelium, an das ich glaube. Gott möchte alle Menschen retten aus dem Tod und aus der Hoffnungslosigkeit und er möchte mit jedem ewig Beziehung haben. Wenn es scheitert, liegt es nicht an ihm. Aber man, ganz kurz, man kann schon festhalten, dass das Christentum traditionsgemäß, zumindest in den meisten seiner Ausprägungen und Ausrichtungen, auf jeden Fall aber der Katholizismus mit dieser Paradiesvorstellung Hand in Hand kommt, mit einem ganz fürchterlichen Schauermärchen, mit einer unglaublichen Bildergewalt von Höllenqualen, von ewiger Pein. Und das sind, also ich habe zum Glück nie dran geglaubt, aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die im Zuge einer sehr religiösen Erziehung auch als Kind schon drunter gelitten haben. Und wenn man heute noch mal in den Katechismus reinschaut, in den aktuellen, wohlgemerkt, der katholischen Kirche, dann steht da eben, ohne großes metaphorisches Auflösen, ganz klipp und klar, es gibt eine Hölle, sie dauert ewig, dort landen die Todsünder, unter anderem Ungläubige, wie hier einer sitzt. Das ist ein bisschen anders drin, also in dem Katechismus, den ich kenne. Aber reale Möglichkeit, daran wird festgehalten, ist der Ernst des Lebens, dass es eben auch wirklich völlig schief gehen kann. Ein Schauermärchen ist ein wertender Begriff. Die Hölle heiß machen, wie gesagt, also mit menschlichen Ideen über Hölle andere zu irdischem Verhalten bringen oder zwingen wollen, ist daneben, das geht nicht. Unser Auftrag ist es, den Himmel glaubwürdig zu machen. Aber nochmal festgehalten, Sie sagen an sich, Sie können sich nicht vorstellen, dass Gott jemanden in die Hölle schickte. Nein, ich denke, dass wir uns dazu selber verurteilen, weil wir uns auf etwas festlegen mit aller Macht und mit aller Gewalt, mit einem ewig gewordenen Trotz. Gott, wie ich ihn erfahre, möchte nicht das Unheil des Menschen, er möchte sein Glück. Frau Greis, wenn der Himmel da ist, müsste es auch die Hölle geben. Nein. Wie ist Ihnen das gegangen? Oder Sie sagen definitiv nicht. Nein. Für mich gibt es keine Hölle. Ich schließe mich so ein bisschen der Meinung beider an. Für mich ist die Hölle, die macht der Mensch selber. Wenn ich etwas Schlimmes antue, dann leide ich. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Und das ist Fakt. Und ich glaube nicht, dass ein allmächtiger Herr mich in die Hölle schicken wird für meine Sünden. Er hat mir den freien Willen geschenkt. Warum sollte er noch mal über mich richten? Herr Buhlmann, jetzt haben die beiden sich immer rechtfertigen müssen für ihren Himmel. Jetzt frage ich mal andersrum bei Ihnen nach. Warum sperren Sie sich dagegen? Es gäbe ja eine Möglichkeit, wenn es nicht wird, ist es nicht schlimm. Aber daran glauben ist ja nicht verkehrt. Warum können Sie sich nicht dieser Möglichkeit anschließen, die ja immer einen positiven Ausblick noch haben könnte? Also zum einen, weil ich so jegliche Form von opportunistischen Gründen da ablehne, so wie Pascals Wette nach dem Motto, ich gehe mal auf Nummer sicher, genau. Und glaube. Denn der Gott, an den ich da glauben müsste, das ist eine Vorstellung, mit der ich mich nie anfreunden könnte. Das ist also ein vermeintlich moralischer Gott, der all das Leid auf der Welt zulässt, der zugelassen hat, was etwa vor 3 Wochen auf den Philippinen passiert ist und auf dessen Güte ich hoffen muss, dass er nach meinem Ableben mich bewertet, nach meinen Taten und mich hoffentlich an den richtigen Ort. Wenn der zum Bundeskanzler kandidieren wird, ich würde ihn nicht mal wählen. Das ist hart. Ja, es ist hart, aber es baut sich an der Stelle auf, wo ich nicht zugange bin. Inwiefern? Weil ich mich nicht mit dem Gott meiner Vorstellungen beschäftige, sondern mit dem, was religiöse Erfahrung sein kann. Immer ahnungshalber, immer im Wege einer angefochtenen Zuversicht. Aber ich arbeite mich nicht an meinen eigenen Vorstellungen ab. Ganz wichtig ist für mich, dass man Hoffnungen, Träume oder was der Kollege da im Fernsehen gesagt hat, der Professor Wohland, kindliche Dispositionen, dass man die nicht denunzieren soll. Da liegt ein tief pessimistisches Menschenbild dahinter. Kinder kommen als Dualisten auf die Welt, sagt Wohland vorher. Stimmt, sie haben ein magisches Weltbild. Vielleicht stimmt ihrs und unseres ist deformiert. Also Kinder haben einen Zugang zur Wirklichkeit, der manchmal erstaunlich treffsicher ist. Warum muss etwas eitel sein, eine Hoffnung eitel sein, nur weil ich sie besonders tief empfinde? Könnte man es nicht andersrum sehen? Frau Greis, ist es letztlich das Gottesbild?
Jein. Also ich finde, der Gott, unser Gott hat uns den freien Willen geschenkt. Deswegen gibt es Leid, deswegen gibt es Krieg, deswegen Trauer. Wenn es uns nämlich nicht den freien Willen nicht geben würde, würde ich mich nicht dazu entscheiden, jemanden zu berauben oder sowas. Das ist Fakt einfach. Ich glaube nicht, dass Gott über uns richtet. Gott würde nie über er hat uns den freien Willen geschenkt und er sagt wahrscheinlich irgendwann mal, du musst mit dem leben, was du getan hast. Und so wirst du einfach nach deinem Leben abtreten. Du musst entscheiden, wenn du in den Tod gehst, kann ich mit reinem Gewissen jetzt sterben und mein Ableben machen in dem Sinne und sagen, okay, es ist vorbei, ich habe meine Sünden bereut und mich dafür gekniet und habe gesagt, okay, ich habe dafür gelitten. Gut, nehmen wir mal hypothetisch, am Ende dieser zweiten Runde an, nehmen wir mal hypothetisch an, es gibt in der Tat den Himmel. Dann sage ich aber ehrlich, wenn ich eine Chance hätte, da reinzukommen, ich würde dort nicht hingehen ohne meinen bereits erwähnten kleinen Hund. So, okay, da kommt mein Hund mit in den Himmel. Fände ich toll. Hat er verdient. So, aber wenn der Hund da ist, dann doch eigentlich auch das Pferd und die Löwen und die Skorpione. Und die sehen, die Sache wird dann immer noch viel, viel komplizierter mit dem Himmel. Als Welpe kam sie zur Familie Uhr. 12 Jahre lebte die Irish Setter Hündin mit ihnen. Die Oma schenkte sie ihnen zur Erinnerung. Sie kam also dann auf mich zu, setzte sich vor mich und schaute mich so an. Und dann habe ich halt sie hochgenommen und hatte sie eben hier oben so. Und dann legte sie halt ihren Kopf da oben auf meine Schulter. Und dann habe ich gesagt, die nehme ich jetzt mit. Also das war so irgendwie wir haben uns irgendwie gefunden. Vor 2 Wochen schlief die Hündin zu Hause vor dem Sofa ein. Sie hat halt hier dann gelegen. Das Einzige, was halt war, die Zunge hing ihr dann aus dem Maul raus. Und das habe ich dann reingemacht und das Maul zugedrückt. Und dann hat man auch gar nicht gesehen, dass da irgendwie was Schlimmes war. Sie hat wirklich ganz entspannt und ganz gerade da gelegen. Also es war richtig schön eigentlich. Ich habe aufgeschrien. Für mich war das ein Riesenschock, ja. Und war halt schlimm. Das ist für mich auch jetzt noch schlimm, weil es war für mich ein besonderer Hund. Die Familie entschied, der Hund soll verbrannt werden. Um die 300 Euro kostet die Einäscherung. Tierbestatter Bernd Krause hat die tote Priska entgegengenommen. Sie wurde in einem Tierkrematorium in Osnabrück verbrannt. Zurück nach Hessen kam nur ihre Asche. So, Frau Uhr. Das ist das bisschen, was übrig bleibt. Das ist alles. Aber zumindest haben Sie jetzt dann zu Hause. Genau. Und können abschließen. Das ist wichtig. Und wie ist es ohne jetzt? Sie ist ja Gott sei Dank, sag ich mal, von selber gestorben und man musste da nicht nachhelfen und das war schon für uns auch wichtig. Also die Entscheidung wurde abgenommen. Genau, ja, das war einfacher. Das ist viel einfacher, wenn das Tier das macht und man selber Gott spielen muss und muss sagen, ich beende jetzt dein Leben. Bringen Sie gut heim? Ja, werden wir tun. Und ich möchte Sie so bald mit sowas nicht wiedersehen. Nein, das wir auch nicht. So ein Abschied sei nie leicht, sagt Tierbestatter Bernd Krause. Viele Hundebesitzer würden deshalb an die Regenbogenbrücke glauben, über die die Hunde unsere Welt verlassen. Das ist eine schöne Analogie mit der Regenbogenbrücke. Gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist die Vorstellung angenehm, leichter zu verstehen für die Kinder, dass das verstorbene Tier quasi dann über die Brücke geht. Saftige Wiesen erwarten sie und sie können dort quasi entsprechend mit anderen Tieren zusammenspielen. Immer gut zu fressen, schönes Leben in Anführungsstrichen. Und das ist für die Kinder ein schönes Hilfsmittel, um mit der Trauer umzugehen. Familie Uhr ist froh, Priska wieder bei sich zu Hause zu haben. Sie findet das bestimmt toll. Also sie denkt bestimmt, jetzt bin ich wieder bei meinem Frauchen, ja? Zweithund Cheyenne tröstet die Familie. Priska hinterlässt trotzdem eine große Lücke. Die Vorstellung, dass sie über die Regenbogenbrücke gegangen ist, findet die Familie schön. Wenn ein Hund halt stirbt, geht er halt da drüber und hat dann ein weites Land. Und ich denke schon, dass sie da irgendwo ist. Und tobt halt jetzt mit ihrer Mama und was weiß ich, wer da alles noch ist, halt rum. Und ich glaube auch, dass sie irgendwo bei meiner Mutter da oben jetzt ist. Also das denke ich schon. Ich denke, sie war schon vor einer Haustür bei meiner Oma, hat gekratzt, hat gesagt, so, jetzt bin ich da, jetzt musst du auf mich aufpassen. Genau. So denke ich das auch.
Nach der Vorstellung von Familie Uhr ist Priska jetzt im Himmel und schaut vielleicht durch eine Wolkenlücke auf ihre Frauchen herab. Ja, was wären wir ohne unsere Hunde und was wäre der Himmel ohne die Hunde? Zuerst, ich weiß, Sie hatten keinen Hund, der ist vor 2 Jahren gestorben, haben Sie mir erzählt. Kommt er in den Himmel oder ist er jetzt schon im Himmel? Denk mal, ja, ich habe ein Bild von einer überwältigenden Großzügigkeit Gottes und mit dem passt es nicht gut zusammen, dass der Himmel sich auf Menschen beschränken sollte und die ganze Schöpfung, die uns umgibt und ja auch glücklich macht häufig, dass die ausgesperrt werden sollte. Das heißt, Himmel ist etwas, was dann die gesamte Schöpfung umfasst? Ja, aber gewiss doch, die Schöpfung seufzt und stöhnt wie unter Geburtswehen, steht in der Bibel, aber auch sie freut sich auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, sie freut sich auf Erlösung. Und die giftigen Skorpione? Giftigen Skorpione kriegen den Stachel gezogen, glaube ich. Okay, Frau Geis, haben Sie einen Hund? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Und der andere, der wartet dann auch später auf Sie? Ich hoffe es. Also, es wäre ein schöner Gedanke. Also, so weit habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es wäre ein schöner Gedanke, wenn mein Hund oder die Tiere, die man so allgemein im Leben schon mal gesehen hat und auch lieb gewonnen hat, dass die da sind. Das müsste Sie als Naturalisten ja fast auch begeistern, weil wenn es so etwas gibt, Herr Brühlmann, dann ist es etwas Allumfassendes, was alle von Skorpionen bis zur Schöpfung alles mit einschließt, dieser Himmel, oder? Also ich würde sagen, dann wäre es nur fair, wenn es den Himmel gibt, wenn auch etwa das Rind reinkommt, denn wahrscheinlich hat niemand so ein Jenseits und ausgleichende Gerechtigkeit so verdient wie das Rind, was für das Steak in der Massentierhaltung gelitten hat. Frage natürlich an den Katholiken, hat denn auch der Hund und hat denn auch das Rind eine Seele? Ich glaube nicht nach der Art des Menschen, weil der Mensch einmalig ist, auf der Schöpfung dasteht und weil er der Einzige ist, der darauf reflektieren kann und sich dann sagt, Liebe hat gewollt, dass ich hier bin und Liebe erwartet mich, wenn ich die Welt verlassen muss. Ich glaube nicht, dass ein Tier zu so einer Regung fähig ist. Herr Pullmann, können Sie sich vorstellen, wenn Sie älter werden, Sie sind jetzt noch jung, wenn Sie älter werden, dass Sie dann doch möglicherweise gläubiger, sehnsüchtig auch auf den Himmel schauen? Ich halte es für unwahrscheinlich, vor allem weil es auch bis jetzt immer unwahrscheinlicher geworden ist und ich eigentlich erkenntnistheoretische und moralische Gründe immer mehr dagegen gefunden habe. Aber warum es eben für mich sich nicht so aufdrängt, ist, dass ich durchaus mit der Philosophie auch eine Möglichkeit habe, Trost zu finden in dem Gedanken, dass es vorbei ist und trotzdem mein Leben sehr wertvoll ist und ich trotzdem eine sehr lebensbejahende Haltung daraus schöpfen kann. Mal andersrum gefragt, Frau Geis, können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie älter werden, Sie möglicherweise nüchterner werden? Ja. Und dann auch manchen Kinderglauben in den Himmel fallen lassen? Nein, also es ist einfach ein Glaube, den hat man oder man hat, also kann man nicht sagen, also ich glaube daran, ich hatte eine Zeit lang, wo ich einfach nicht dran geglaubt habe, wo ich gesagt habe, okay, sowas kann es nicht geben und habe meinen Glauben wiedergefunden. Herr Zuell, zum Schluss gefragt, ich kenne gläubige Katholiken, die haben, je älter sie wurden, ihren Kinderglauben immer mehr abgelehnt und gehen sehr, sehr viel nüchterner damit um und sagen, im Grunde weiß ich es wirklich nicht, was kommt. Wie ist das bei Ihnen? Wie erleben Sie sich selber über die Jahre? Kann gut sein, dass das geschieht. Den Altbundeskanzler Schmidt vor Augen, der das mal gesagt hat, bedeutet mir heute nicht mehr viel. Ist ja auch ein sehr ehrlicher Mensch. Ich gehe mit großem Respekt mit dem um, was der Herr Bullmann sagt und andere, die nicht glauben können, glauben aber auch nicht denunzieren wollen, sondern nur ein Recht auch für beide Positionen reklamieren, die muss es geben. Für Sie selbst? Mir ist der Kinderglaube an den Himmel bisher erhalten geblieben, aber ich weiß, das ist ein Geschenk Gottes. Ich hoffe, dass er es mir lässt. Am Ende bin ich ganz und gar von seiner Gnade abhängig. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Pullmann, herzlichen Dank, Frau Geis. Und jetzt sind Sie dran, jetzt können Sie zu Hause weiter darüber nachdenken. Wie ist das, Himmel, Hölle oder gar nichts? Sie haben die freie Auswahl, zumindest in begrenzter Möglichkeit. So, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am kommenden Samstag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.